Alle Stücke, die wir aufgenommen haben, sind für Bearbeitungen für Flöte und Klavier. Und es wurde von verschiedenen Instrumenten geschrieben. Es hat einen Charakter von einem Lied, ist in A-Dur, ist etwas fröhlicher und lebensfroher als Nummer 1 und Nummer 3. Und der Mittelteil ist ganz besonders feurig und ist in so einer Aufschwungstimmung geschrieben, was sehr, sehr Schumann-typisch ist. Die Romanzen, auch sie wurden in einer sehr schwierigen Periode von Schumann geschrieben. Er war sehr depressiv, aber die Musik ist sehr lyrisch. Und es wurde auch für seine Frau gewidmet und präsentiert später als Geschenk. Im Original ist es für Oboe geschrieben, Oboe und Klavier. Arpeggione-Sonate. Es ist so ein Name, Arpeggione, von einem Instrument, der nicht mehr existiert. Man hat es genannt damals das Instrument der Liebe. Es war so ein Instrument zwischen Cello und Gitarre. Diese Sonate wird heute eigentlich auf fast allen melodischen Instrumenten gespielt. Es wird auf Cello gespielt, mit Viola, mit Violine und natürlich auch mit Flöte funktioniert es bestens. Ich finde, es hat einen sehr starken, auch vokalen Charakter, dieses Stück. Also es hat sehr, 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 sehr starke Melodik im ersten und ganz besonders im zweiten Satz. Der Funk-Sonate wurde ein Hochzeitsgeschenk für einen sehr guten Freund von Frank, Eugène Isaïe, ein berühmtes belgischer Geiger. Das ist eine Apotheose von allen romantischen Mitteln, ein hochromantisches Werk, wo die Flöte oder das Melodieinstrument an sich eigentlich wirklich alle Möglichkeiten ausschöpft und auch das Klavier. Jedes Stück ist für mich eine Liebesgeschichte.